Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei dem zweiten Tag der Tag der Industrie. Mein Name ist Matthew Kanitschnik und ich bin hier heute mit einem wirklich spannenden Thema, das uns alle beschäftigen wird in den nächsten Jahren, nämlich künstliche Intelligenz. Vor allem künstliche Intelligenz im Mittelstand, bei Familienunternehmen. Welche Chancen bietet diese Technologie für Familienunternehmen und welche Risiken birgt sich ja in diese Technologie? Und hier habe ich mit mir eine Reihe von Experten, die sich mit diesem Thema gerade beschäftigen. Ich fange hier zu meiner linken Seite mit Isabel Krupp an. Isabel Krupp ist die Geschäftsleitung in der Geschäftsleitung von Plastro Meyer GmbH. Neben Frau Krupp sitzt Nadine Kammerlander, Professor Nadine Kammerlander von der Otto Beisheim School of Management, Institut für Familienunternehmen und Mittelstand. Und neben Professor Kammerlander sitzt Professor Wolfgang Walster, Professor für Informatik am Deutschen Zentrum, Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Herr Professor Walster ist auch Vorsitzender der Steuerungsgruppe für die Normungsroadmap zu künstlicher Intelligenz. Ja, und zugeschaltet haben wir auch Herr Albert Dürr. Dr. Dürr ist geschäftsführender Gesellschafter von Wolf und Müller Holding, Entschuldigung, GmbH, und gleichzeitig DIN-Präsident. Herr Dürr, ich fange vielleicht mit Ihnen an. Sie haben eine Doppelrolle hier, sowohl als Familienunternehmer als auch als DIN-Präsident. Inwieweit setzen Sie bei Wolf und Müller bereits künstliche Intelligenz ein? Ja, die Doppelrolle ist eine ganz wunderbare Verbindung, die ich gerne annehme. Im Bereich der Umsetzung von künstlicher Intelligenz, vielleicht eingangs gleich eine Anekdote. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Professorin der Hochschule Biberach angesprochen, durfte da bei einem Regelformat in einer Abendveranstaltung vor größerer Runde zum Thema unserer Unternehmenswerte, unserer Unternehmensausrichtung und den Dingen, die uns als Unternehmen ausmachen, vortragen. Und da war ein ganz zentrales Element natürlich auch, weil das eben auch eine der zentralen Bestrebungen ist, das Thema der Digitalisierung, was bei uns im Bauen sehr stark verbunden mit dem Begriff, dem zentralen Aspekt, dem Building Information Management ist, was im Wesentlichen fokussiert, was man in der stationären unter dem virtuellen Zwilling kennt. Bei uns ist es das digitale Gebäude, der digitale Gebäudezwilling. Und im Nachgang, als ich den vorgetragen hatte, kam die Professorin auf mich zu und sagte mir, ja, aber Herr Dürr, denken Sie unbedingt auch an künstliche Intelligenz, denken Sie an KI. Und dann sagte ich ihr erst, ja, gute Frau, das ist wunderbar, aber ich habe jetzt bei mir im Unternehmen in einer Welt, die sehr Unikate geprägt ist, gerade den Weg zu Prozessen, gerade den Weg in die Digitalisierung. Wir reden von Lean Management, beziehungsweise bei uns Lean Construction und dergleichen Begriffen. Und da kann ich jetzt nicht schon wieder mit einem neuen Begriff kommen. Aber ich mache mir Gedanken und nehme das mit. Bin dann nach Hause gegangen und habe das mit meinen Kollegen in der Firma besprochen. Und dann brachten sie mir das Fallbeispiel der Walzprofile, wo wir heute und auch damals im Übrigen schon selbststeuernde Walzen, sogenannte Walzprofile abbilden lassen. Man muss wissen, das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal im Bereich der Verdichtung von Asphalt. Kann man durchaus sowohl zu viel als auch zu wenig verdichten. Und genau das tun diese Walzprofile, indem sie nämlich über künstliche Intelligenz abgreifen, dass der richtige Grad an Dichtigkeit entsprechend auch gegeben ist. Also ein ganz wichtiges Merkmal für Qualität, woraufhin ich meine Antwort an diese Professorin doch nochmal überdenken musste und sagen musste, ja, eigentlich sind wir ja mit dem Thema künstliche Intelligenz schon in Berührung, wenn auch nicht in Breite und in Gänze, aber wir haben doch schon erste Erfahrungen. Genau das ist auch das, was in der Strategie des Building Information Management auch verortet ist, wo wir natürlich ganz, ganz viele Ansatzpunkte haben, über künstliche Intelligenz nachzudenken, gleichwohl sie natürlich erst noch in die Umsetzung in Breite zu führen sind. Vielen Dank. Frau Krupp, ich würde gerne ja zu Ihnen kommen. Sie sind ja auch Familienunternehmerin. Was war ja bislang Ihre Erfahrung mit künstlicher Intelligenz?
Also ich kann mich da den Worten hier eben einfach auch nur anschließen. Bei uns ist einfach auch das große Thema Digitalisierung die letzten Jahre gewesen. Und wir haben die Herausforderung bei uns im Unternehmen Plastromeier, dass wir unterschiedliche Digitalisierungshintergründe haben, Standards. Wir haben zum einen die junge Generation bei uns, zum anderen die erfahrene ältere Generation, wo unterschiedliche Hintergründe von Digitalisierung vorherrscht. Und bei uns ist die größte Herausforderung, hier alle im Boot zu halten, sodass wir die einen nicht überfordern und die anderen nicht unterfordern und gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen, digital. Und wenn wir jetzt zum Thema künstliche Intelligenz sprechen, dann ist es natürlich auch so, dass der Begriff künstliche Intelligenz für viele einfach noch nicht wirklich greifbar ist. Es ist noch nicht ausreichend Transparenz über... Viele sehen das als Bedrohung, nicht? Viele sehen das als Bedrohung. Ich würde auch sagen, wenn man das in gewisse Weise treibt, könnte es auch gefährlich werden. Wichtig ist einfach, dass wir als Familienunternehmen, ist es wichtig, dass der Mensch im Fokus bleibt, Mensch im Mittelpunkt, und dass wir auch noch die Macht darüber haben, zu entscheiden und ad hoc einzugreifen. Wenn wir die Macht abgeben und deshalb müssen, also abgeben an Algorithmen, die eventuell so entscheiden, weil sie es so gelernt haben, dass es wirtschaftlich durchaus sinnvoll erscheint, aber am Ende für Familienunternehmen das, was wir eigentlich können, dass wir sofort eingreifen können, wenn ein Kunde was möchte, dass wir sofort reagieren, auch wenn es im ersten Moment nicht die wirtschaftlichste Lösung ist, können wir, unsere Abteilungsleiter, unsere Führungskräfte, mein Vater, ich, ad hoc eingreifen, anrufen und sagen, wir müssen die Produktion umstellen. Unser Kunde hat den Bedarf, und das ist ja auch das, was unsere Kunden an uns schätzen, dass wir schnell handlungsfähig sind und auch im ersten Moment das Nichtwirtschaftliche eventuell auch tun können, um dann die Kunden so zu bedienen, dass sie dann zufrieden sind und wir als Mensch gehandelt haben. Ein Algorithmus hätte eventuell da noch nicht in der Form gehandelt. Und deshalb sehe ich KI als bahnbrechende Chance für den Mittelstand, wenn es genügend ausreichende Modelle gibt für unsere Prozesse. Wir müssen die Prozesse als, also die KI als Diener nutzen für unsere Prozessoptimierung und weniger die Macht abgeben daran, weil wir brauchen noch, das ist ja die Stärke von uns Familienunternehmern, wir brauchen auch noch die Handlungsfähigkeit und müssen selbst mitdenken, damit die ganze Thematik auch für uns in unserem Sinne funktioniert und unsere Stärke noch Stärke bleibt. Aber wie wird das ja von der Belegschaft ja angenommen? Wie sieht die Belegschaft diese neue Technologie, ob es eine DIN-Norm gibt oder nicht? Also es gibt ja überall Bedenken in der Gesellschaft, nicht wahr? Ich sehe im Moment noch nicht ausreichend genügend Standards und Voraussetzungen, sprich Infrastruktur ist bei uns, wenn wir die Digitalisierung ansprechen, Voice over IP-Telefonie, die kleinste Kleinigkeit, die Basis der Themen, funktioniert einfach bei uns. Schwäbische Alb, wir sind in Trochtelfingen, ländlicher Raum ist einfach noch nicht flächendeckend stabil. Mhm. Und wenn ich diese Themen habe, muss ich erstmal diese im Griff bekommen, um dann an künstliche Intelligenz zu denken, was jetzt aber nicht heißt, dass wir da nicht hindenken. Wir haben auch in unserer Produktionsplanung und Steuerung bereits schon diese Systeme implementiert. Aber wir brauchen auch die Fachkräfte, die wir hier einsetzen können, um das letztendlich auch zu treiben. Und das in der Fläche, weil wir dürfen nicht manche Menschen bei uns verlieren, die wir wirklich brauchen, um hier auch nach vorne zu gehen. Frau Professor Kammerlander, ich nehme an, dass nicht jedes Unternehmen diese Bereitschaft hat, wie Plastromeier, diese neue Technologie zu verfolgen. Was ist ja Ihre Erfahrung jetzt bei den Mittelständlern mit künstlicher Intelligenz? Also insgesamt ist die Bereitschaft oder ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Familienunternehmen und im Mittelstand noch sehr gering ausgeprägt. In unserer letzten Studie, die jetzt allerdings auch schon einige Monate alt ist, hat sich herausgestellt, dass die Familienunternehmen, der Mittelstand, nur zu einem sehr geringen Teil weiterführende digitale Technologien auch einführen. Und das liegt aber nicht unbedingt nur daran, dass diese Bereitschaft nicht da ist. Ja? Isabel Grupp hat das gerade schon angesprochen. Es gibt eine ganze Reihe an Faktoren, die dazu führen, dass der Mittelstand beim Thema KI noch nicht da ist, wo wir uns das vielleicht wünschen würden. Zum einen ist es so, dass Familienunternehmen prinzipiell innovativer sind als andere Unternehmen. Das hat sich in einer großen Metastudie gezeigt. Schwierig wird das mit bahnbrechenden Innovationen, wie beispielsweise KI. Und da gibt es vielfältige Gründe für. Das eine ist das Thema Ressourcen, also rein finanzielle Ressourcen. Der Mittelstand finanziert Digitalisierung, wenn es nicht gerade Förderprogramme gibt,
bei denen der Mittelstand häufig sagt, die sind zu schwer, um da an die Gelder ranzukommen, zu komplex, oft aus den eigenen Erträgen. Auf der anderen Seite das Thema Fachkräfte. Wir sprechen hier nicht von Berlin, wir sprechen hier nicht von München, wir sprechen hier nicht von Frankfurt, wir sprechen hier von der Schwäbischen Alb, wir sprechen hier vom Rheinland, wir sprechen hier von den Regionen in Deutschland, in denen oft keine technischen Universitäten angesiedelt sind und in denen oft die Fachkräfte einfach auch mangeln, weil diese Orte oft nicht attraktiv sind für die jungen Fachkräfte dorthin zu ziehen und für die internationalen Fachkräfte schon gar nicht. Und wenn Sie diese Situation, fehlende junge Fachkräfte und fehlende finanzielle Ressourcen, dann noch koppeln mit der Situation, dass die Familienunternehmen über lange Jahre mit ihrem Geschäftsmodell Erfolg hatten, ja, und Digitalisierung vielleicht sogar nicht brauchten oder wenn der ältere Unternehmer noch am Steuerrad ist, vielleicht auch gar nicht die Berührungspunkte haben, dann haben Sie schon eine Erklärung, warum das Thema Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz im Mittelstand noch nicht so stark ausgeprägt ist. Ja, eine ganz wichtige Frage ist natürlich diese Normfrage. Professor Walster, es gibt ja eine sogenannte Roadmap für die Normung. Wie lange wird es dauern, bevor wir einen richtigen Durchbruch sehen hier? Ja, also man kann sagen, die künstliche Intelligenz ist ja die Avantgarde der Digitalisierung. Das ist die zweite Welle der Digitalisierung. Wie eben schon gesagt, wer die erste Welle noch nicht hinter sich hat, nicht, das ist das Triviale, noch gar kein Internet im Haus, Internet der Dinge in der Fabrik und so weiter, kann natürlich nicht auf die zweite Welle aufspringen. Die zweite Welle ist aber erheblich wuchtiger, weil sie zum ersten Mal erlaubt, die Daten nicht nur digital zu speichern und anzusehen, sondern auch zu verstehen. Das heißt, Wertschöpfung aus den Daten zu ziehen. Und das ist doch beim deutschen Mittelstand, bei dem größeren Mittelstand und dem besonderen innovativen sehr ausgeprägt. Da kann ich meine Vorrednerin nur partiell unterstützen, denn man muss ja die Größenordnung sehen. Die großen Mittelständler, ich kann Beispiele nennen, Harting, Dürr, die Firma Trumpf zum Beispiel, sind wirklich weltweit führend in künstlicher Intelligenz. Also das heißt, diese Unternehmen haben jetzt voll auf die zweite Welle schon gesetzt. Und wenn ich mir angucke, wie viel bei unserer Normungsroadmap jetzt mitgemacht haben, es war eine Aktion gestartet vom BMWI als Teil der KI-Strategie der Bundesregierung, Chancen durch Normung nutzen. Und da haben wir sage und schreibe 40% aller Teilnehmer, das waren über 300 Teilnehmer, die ja wöchentlich dort aktiv waren, waren aus dem Mittelstand. Also der Mittelstand, dieser Teil des Mittelstands, der sehr aggressiv im produzierenden Gewerbe tätig ist und deshalb auch wirklich weltweit ja führend auf diesen Gebieten, der kümmert sich sehr drum und sieht jetzt zu, dass die Standards kommen. Wir werden diese Standards Minister Altmaier Ende November überreichen. Das ist der sogenannte Digitalgipfel, der diesmal virtuell stattfindet. Und dann haben wir unsere Arbeit in der ersten Phase abgeschlossen. Wir haben über 50 Standards identifiziert, Techniken, die dann so normiert sind, dass der Mittelstand den großen Vorteil hat. Denn Standards erschließen ja neue Märkte. Das ist ja unser Motto bei DIN. Wenn ein Mittelständler einen Standard mitprägt, dann hat er auch den Markt für sich in dem Sinne etwas reserviert international. Dr. Dürr, Professor Walster hat es ja gerade erwähnt, es gibt ja den großen Mittelstand, den wir alle kennen und auch viele kleinere, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, um solche Technologien einzuführen. Wie kann man hier einen niedrigschwelligen Zugang für kleinere Mittelständler ermöglichen? Also ich bin gar nicht überzeugt, ob das Thema der künstlichen Intelligenz allein ein Ressourcenthema ist, sondern ich glaube, es ist zuallererst mal ein Verständnisthema, was zum einen damit zu tun hat, verstehe ich grundsätzlich das, worum es da geht? Habe ich den Leidensdruck und auch die Willenskraft, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und bin ich dafür bereit, Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die gar nicht in exorbitanter Art und Weise sein müssen? Wenn wir uns, Herr Professor Walz hat es gesagt, KI als die Avantgarde der Digitalisierung vorstellen, dann würde ich gern drei Schritte zurückgehen wollen und genau da anfangen zu sagen, wir müssen dafür werben, ein Verständnis zu erzeugen,
worum geht es denn da eigentlich, was wir tun? Ich habe ein wunderbares Fallbeispiel von gestern Abend. Gestern Abend mal die Zeit gehabt, die Sendung Hart aber fair zu schauen. Und bei Hart aber fair ging es gestern um Sprache. Da saßen im Plenum 5 Vertreter, die alle hochgebildete, ausgewiesene Experten in ihrem jeweiligen Fach waren, die sich aber in einem abstrakten Grad über das Thema ausgelassen haben, dass ich zumindest nicht mitgekommen bin. Ich habe nicht verstanden in Gänze, worüber diese Menschen da gesprochen haben. Das fand ich unglaublich schade, weil Sprache ist das wesentliche Moment, was uns Menschen miteinander verbindet und was uns zur Interaktion überhaupt ermöglicht. Und in diesem Verständnis müssen wir genau auch in die Reihe einbetten, das Thema der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz basiert schlussendlich auf dem Verständnis, wie gehen wir mit Prozessen um? Das ist der rein analoge Part. Wie leiten wir über dann in Digitalisierung und wie nutzen wir dann, wenn wir das im Griff bekommen haben, wie nutzen wir die Möglichkeiten, die im Bereich der künstlichen Intelligenz, nämlich, dass wir Daten auf Basis von Informationstechnologie auswerten lassen können, dass sie uns das Leben einfacher machen. Und wenn wir das hinbekommen, genau dafür, um Verständnis zu werben und auch übrigens diesen Mitnahmeeffekt hinbekommen, indem wir mit möglichst einfacher Art und Weise in der Breite, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft, weil ich bin der Meinung, diese Sorgen und Hürden, die es durchaus gibt im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, die darf man auch nicht beiseite kehren, die muss man mit berücksichtigen. Und dafür müssen wir im Bereich der Erarbeitung von Sprachregelungen, nichts anderes ist das, was wir im Bereich der Normenerarbeitung und der Standarderarbeitung, Erarbeitung von Standards genau machen. Wir arbeiten an gemeinsamer Sprache hier im Kontext der Sprache der Wirtschaft. Und da geht es vor allem nicht um Komplexitätsaufbau, sondern ganz wichtig um Komplexitätsabbau und die Einbindung von Menschen, damit genau diese Sorgen genommen werden, damit Verständnis geschaffen wird und damit eben auch Teilhabe und Commitment erzeugt wird. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir hinbekommen müssen, den wir auf der einen Seite hinbekommen müssen im Einbezug von vielen, weil künstliche Intelligenz ist nichts, was im Rahmen einer Insel stattfindet, sondern künstliche Intelligenz ist etwas, was im Bereich von Integration und Partizipation stattfindet. Und dafür brauchen wir eine Sprache, die sich bei uns in der Wirtschaft eben durch Normen und Standards abbildet, die wir brauchen, um gemeinsam als Akteure im System der Wirtschaft, als Akteure im System der Gesellschaft bestmöglich interagieren zu können. Und da kann ich nur dafür werben, dass wir da auch uns genau dieses Bewusstsein schaffen, dass wir uns da auch die Zeit nehmen, genau das zu tun, nämlich Prozesse abzubilden, überzuleiten in digitale Lösungen, überzuleiten in Möglichkeiten der Einbindung von künstlicher Intelligenz, dass wir das auch behutsam und mit Bedacht und Durchdachtheit machen, weil das ist wie schlussendlich auch im klassischen Projektmanagement, wenn man einfach mal losmacht und losarbeitet, dann wird das, was hinten rauskommt, meistens nicht so ganz besonders gut. Wenn man sich aber bedacht und durchdacht einen Plan erarbeitet, dann ist im Wesentlichen die Abwicklung durchaus auch eine bessere. Frau Grupp, Dr. Dürr redet von einem Mitnahmeeffekt. Wir sind hier beim Tag der Industrie, da sind ja viele Politiker ja auch hier. Normalerweise wird man Richtung Politik, um zu schauen, ob sie uns alle mitnehmen könnten mit diversen Investitionen in Ausbildung und so weiter. Was erwarten Sie von der Politik in diesem Bereich? Ich jetzt speziell spreche jetzt aus unserer Familienunternehmersicht. Ich erwarte natürlich, ich denke, wir müssen in diese Richtung denken, künstliche Intelligenz. Da bin ich nicht ganz d'accord, Herr Dr. Dürr, dass Sie sagen, Sie fragen, ob wir es brauchen. Ich denke, ja, wir brauchen es, weil es gibt genügend Beispiele, die einfach zeigen, dass sie uns um Meilen voraus sind in anderen Ländern und wir hier uns nicht abhängen lassen sollten. Aber wir brauchen es, wir brauchen aber auch die Voraussetzungen dafür. Die Voraussetzung, dass wir der Mittelstand, die wichtigste Säule aus meiner Wahrnehmung raus, der deutschen Wirtschaft, dass sie mit im Boot ist und dass wir hier Best-Practice-Beispiele haben, Know-how-Transfer von denen, die es bereits können. Und da bringt es vielleicht wenig, wenn wir jetzt als Plastromeier unsere eigene Insellösung finden. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen eine große Datenbasis, aus der wir rausschöpfen können, die ähnlich strukturell aufgestellt sind wie wir, ähnliche kleinere Mittelständler, die ähnliche Themen haben. Wir sind im klassischen Projektgeschäft drin. Da ist jedes Thema, jeder Auftrag ist anders, zumindest bei uns im Bereich Kunststoff. Im Kabel
könnten wir da Standardprozesse nehmen, aber wir brauchen eine funktionierende Datenbasis, die uns zur Verfügung gestellt wird und das auch vom Land und das, da appelliere ich natürlich auch an die Politik, dass wir die Voraussetzungen bekommen, die Infrastruktur, der Know-how-Transfer, die Datenbasis und auch letztlich hier, um den Fachkräftemangel entsprechend entgegenzuwirken, um da auch wettbewerbsfähig zu sein in der Zukunft. Es bringt nichts, wenn nur die Großen letztlich an Bord sind. Wir Mittelständler oder wenn man auch nur an den Handwerk, an Handwerk denkt, es müssen alle mit dabei sein. Es dürfen Bereiche nicht abgeschnitten werden. Vor allem nicht der wichtige ländliche Raum, der im Moment noch wirklich hinterherhinkt, allein nur in Deutschland gesehen. Und das ist national, ne? Aber international ist einfach Deutschland in Gänze noch viel weiter hinterher. Und da gibt es einiges zu tun und ich sehe es eher so, dass wir jetzt zügig vorankommen mit einer soliden Roadmap und weniger, dass es nur von theoretischen Aspekten geprägt ist, sondern dass die Praktiker mit dabei sind, die Leute, die aus den Unternehmen kommen, von kleineren Strukturen, dass die mitwirken können, was braucht man, wo sind die Bedürfnisse, was haben wir für Anliegen und dass wir so in die Zukunft gehen, zuerst denken und dann den Fahrplan ausrollen und das relativ dynamisch. Und das ist auch das, was der Familienunternehmer machen sollte, unternehmen und nicht unterlassen. Hm. Also, wenn ich da kurz einsetzen darf, Herr Karatschik, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Das habe ich dann eben wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Wir brauchen genau diese Entwicklung. Ich glaube, es gibt gar nicht die Frage, ob oder ob nicht KI. Genau. Wenn wir es nicht tun, dann machen das andere. Das ist überhaupt gar kein Thema. Im Übrigen ist KI absolut was ganz Wunderbares. Und wir müssen natürlich dafür werben, dass es auch als was ganz Wunderbares verstanden wird. Worauf ich den Finger legen wollte, ist, ich habe ganz bewusst im Bauen jetzt gar nicht vor allzu langer Zeit selbst gebaut, privat, und habe da durchaus viele digitalen Helferlines auch im Haus verbaut bei mir, um das eben auch selber zu erleben. Ich kann Ihnen sagen, da ist unglaublich viel Ingenieurskunst in die verschiedenen Systemlösungen, was mein Privatgebäude vom Briefkasten bis zur Rollladensteuerung und der Lichtsteuerung und ich weiß nicht, was alles einfließend schon gegeben, aber es ist eben nicht integriert und es ist nicht zusammengeführt. Und das ist das, worauf ich den Fingerzeig legen wollte, dass ich sagen wollte, wir müssen das machen, aber wir müssen es gut machen, weil wenn wir es nicht gut machen, dann ist es nicht abgestimmt und wenn es nicht abgestimmt ist, dann ist es irgendwann mal im Wettbewerb, in dem wir uns befinden, sowohl auf nationaler, vor allem aber natürlich auch über die nationalen Grenzen hinaus, wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig. Und dafür werbe ich ganz intensiv, dass wir uns dessen bewusst sind, da auch gemeinsame Sprachen zu entwickeln. Und die Basis unserer Wirtschaftssprache ist eben die Welt der Normen und Standards, auf die wir uns da besinnen dürfen und an denen wir ganz intensiv weiterarbeiten, dass wir genau diese Grundlagenarbeit eben auch sicherstellen und mitziehen, damit eben das, was wir im Bereich der künstlichen Intelligenz dann auch hoffentlich im Wettbewerb europäisch, aber auch international, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir würden aber ganz gerne da vorne mitmischen, dann eben aber auch bitte gut machen. Professor Kammerlander, Sie haben vorhin von dem schweren Los der Regionen gesprochen. Die gelten aber ohnehin schon lange in Deutschland als Innovationsmotoren, würde ich sagen. Also ich glaube, viele im Ausland wären überrascht zu hören, dass Sie sich Sorgen um die Schwäbische Alb machen zum Beispiel. Aber was steht hier Ihrer Meinung nach hier auf dem Spiel? Ist es wirklich so eine wichtige Wende, wie alle sagen? Ja, also ich bin davon überzeugt, wie auch meine Vorredner schon sagten, das ist hier ein wirklich wichtiges Thema. Die Digitalisierung war der erste Schritt, KI ist jetzt ein weiterer Schritt und ich glaube, wir können schon noch so weitermachen wie bisher. So die nächsten, ich weiß nicht wie viele, 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, ohne dass etwas passiert. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir in die Zukunft gucken, auch von unseren Kindern, und dann wollen, dass der deutsche Mittelstand noch genauso dasteht wie bisher und dass die Welt immer noch auf den innovativen deutschen Mittelstand guckt, dann müssen wir natürlich diese mittlerweile 2 Schritte Richtung Digitalisierung und Richtung KI auch mitgehen.
Und ich habe in der Vergangenheit auch mit internationalen Forschern zusammen Studien gemacht, in denen wir uns genau angeguckt haben, was sind eigentlich die Punkte, die den deutschen Mittelstand auch erfolgreich und innovativ machen. Und das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Dingen, auch Infrastruktur. Das ist die Finanzierung des deutschen Mittelstandes. Das sind die Unternehmerpersönlichkeiten, wie die denken in Richtung Langfristigkeit. Das ist auch unser Ausbildungsprinzip in Deutschland, diese duale Ausbildung mit den Ausbildungsberufen, lauter Dinge, die es in vielen anderen Ländern nicht gibt und die in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass wir sehr innovativ waren. Jetzt muss man, aber wenn man sich den Prozess anguckt, die Amerikaner sagen gerne, wir leben in einer VUCA-Welt, also volatil, unsicher, komplex und viel Ambiguity. Und wenn man bedenkt, dass in der Vergangenheit viele Innovationen, vor allem Prozessinnovationen waren oder Produktinnovationen waren, das sind alles Dinge, die können beispielsweise langjährige Mitarbeiter, die sehr loyal sind und die Prozesse gut verstehen, die können die quasi so aus dem Bauch heraus, weil die das sehen, vorschlagen und auch implementieren. Hier haben wir aber jetzt eine ganz andere Situation. Ja? Also die langjährigen, treuen Mitarbeiter, keine Ahnung, Mitte 50, die ihren Job seit 20, 30 Jahren gut machen, die können nicht ad hoc mit der KI einführen. Die müsste man weiterbilden. Ja? Eventuell geht das sogar, vielleicht sogar nur mit jungen Talenten von der Universität. Das heißt, wir haben eine ganz andere Ausgangssituation. Und auch wenn wir in der Vergangenheit und heute bei beiden von Innovation sprechen, so ist der Grad und die Art der Innovation, über die wir heute sprechen, ganz anders als die in der Vergangenheit. Und deswegen wäre es schwierig zu sagen, die Erfolgsrezepte der Vergangenheit sind auch heute noch 1:1 anwendbar. Professor Walster, wir haben es gerade gehört, das ist nicht nur ein deutsches Thema, sondern ein weltweites Thema. Aber in Europa spielt Deutschland hier die zentrale Rolle bei diesen Innovationen oder hinkt das Land eher hinterher? Und wie sollen sich Mittelständler hier positionieren? Ja, also ich glaube, dass etwas schwarz gemalt wird und dass man sich ab und zu verzwergt, ist ja typisch in Deutschland, in der Presse, aber auch in den Beratungsunternehmen leider. Wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, dass Deutschland eigentlich im produzierenden Bereich die sogenannte industrielle KI, wenn man also KI nicht im sozialen Medien, wie das in den USA gemacht wird, ne, um Kunden, man kann sagen, zum Teil an der Nase rumzuführen oder aggressive Werbung durchzuführen oder in China eben als Überwachungsstaat tätig zu werden. Ja. Das ist in Deutschland anders. Wir haben die industrielle KI und da sind wir führend. Man muss mal klarstellen, wir sind wirklich das Mekka. Wir haben ganze Delegationen von Chinesen, ja, wirklich wöchentlich, die bei uns durch die Smart Factories marschieren, übrigens auch in der Alp, in der Verpackungs- in Industrie, in Stückgutfertigung und so weiter. Und genau das Gleiche gilt für die Amerikaner. Stellen Sie sich mal vor, kürzlich war ich nochmal eingeladen bei Tesla von Elon Musk. Wenn Sie dort durch die Fabrik gehen, in Silicon Valley, da sehen Sie, 90% der Maschinen, die dort fertigen, sind alles deutsche Maschinen. Ja? Also der deutsche Maschinenbau, die Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und so weiter, ist da absolut führend und setzt KI eben ein. Das ist leider nur manchmal nicht bekannt, weil wenn man in die Presse guckt, dann sehen Sie eigentlich nur immer Google, Facebook und so. Nur das sind ja Themen, die interessieren hier den Mittelstand weniger. Ja? Da haben wir auch keine Chance, was zu machen. Also wir sollten auf das fokussieren, deshalb Ihre Frage sehr berechtigt, was wir können. Und das ist ein kleines Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, aber da ist eine erhebliche Wertschöpfung und das passt auch zum Mittelstand. Zweiter ganz wichtiger Punkt, der Mittelstand ist ja nicht nur ein einzelnes Unternehmen, sondern man muss in Netzwerken denken. Es gibt sehr gute Ökosysteme von mehreren mittelständischen Unternehmen, die sehr eng verflochten als Zulieferer wiederum für Große. Der Gegensatz Großunternehmen, Klein. Denken Sie mal ran, wie viel Siemens oder Bosch Supplier hat. Siemens hat 160.000 Zulieferer, ja, und das sind ja oft Mittelständler. Und deshalb kann man gar nicht so sagen, na, es gibt die ganz Großen, die Kleinen, sondern jetzt gibt es sogenannte KI-Plattformen, wo die Mittelständler und Familienunternehmen sich zusammenschließen mit den Großen.
Und ich glaube, das ist für Deutschland ganz wichtig, denn da sind wir Weltmeister in den Maschinendaten. Es gibt kein Land auf der Erde, was mehr Maschinendaten hat als Deutschland. Warum? Ja, in den USA wird ja kaum noch was produziert. Ja, in China wird produziert, aber immer das Gleiche. Und vorhin, die Kollegin aus der Industrie sprach ja an, dass sie sehr viele Varianten. Das ist typisch für den deutschen Mittelstand. Sehr viele Unikate zu fertigen und dadurch hat man natürlich sehr viel Erfahrung und sehr viele Daten. Und das sollten wir nutzen. Ich will hier einen positiven Ausblick geben. Naja, aber wie sieht es zum Beispiel bei den Chinesen? Sie haben ja diese Führungen ja erwähnt, da bin ich hellhörig geworden, weil man hört immer, die Chinesen kommen her, die schauen sich ja alles an und gehen nach Hause und machen genau das Gleiche wie wir. Welche Fortschritte machen die da auf diesem Also die Chinesen in der Tat versuchen durch Aufkauf von deutschen Mittelständlern, das kennen wir ja, und manches Familienunternehmen ist dann leider in Konsequenz beim Generationenwechsel nicht mehr in der Lage, das gut weiterzuführen. Das passiert gelegentlich und dann wird es nach China verkauft. Das ist sehr schade und China hat wirklich einen ganz klaren Plan aufgestellt im Manufacturing, dass sie zum Beispiel Sensorunternehmen in Deutschland sich angucken und wenn dann Generationswechsel machen sie ein sehr gutes finanzielles Angebot, werden sie aufgekauft. Das ist eine konkrete Gefahr, aber das heißt nicht, dass sie hierher kommen und sofort Technologien übernehmen. Früher hat man gesagt, Copycat und so weiter, das geht in diesen Technologien nicht. Also durch einmalige Inspektion wird das nicht nachgeahmt. Insofern haben wir da noch einen Vorsprung in Deutschland von 2-3 Jahren. Die Hauptgefahr ist eigentlich die Übernahme durch chinesische Unternehmen, weil dort die Liquidität sehr hoch ist und sehr schnell attraktive Angebote ausgesprochen werden. Das ist letztendlich ein Politikum. Da sind wir wieder hier bei der Veranstaltung BDI auch staatlich. Die Politik versucht natürlich, das auch etwas einzudämmen. Da ist ja das Bundeswirtschaftsministerium auch tätig und hat einige Übernahmen auch dann untersagt. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach im Detail. Es gibt natürlich auch eine europäische Dimension, Dr. Dürr. Wie sehen Sie die? Also es muss ja auch europaweit Normen eingeführt werden in den nächsten Jahren. Viele Mittelständler haben nicht nur in Deutschland ihre Produktionsstätten, sondern überall in der EU. Welche Fortschritte muss man ja hier machen, um wirklich ein gesamtes Netzwerk zu haben? Da kann ich vielleicht sagen, dass DIN wirklich eine ganz tolle, auch traditionelle Organisation ist, die in Europa eine ganz große Anerkennung hat. Und insofern kann man sagen, ist DIN hier in einem Driver's Seat, weil die Kollegen in den anderen europäischen Ländern doch sehen, dass dort eine Führungsrolle gespielt wird und mit DIN auch sehr gut harmonieren. In sehr vielen Gremien sind ja Deutsche vertreten und DIN ist ja, ich glaube, Herr Dürr hat es vorhin gesagt, auch mit ISO, also weltweit stark vernetzt. Deutschland hat da eine ganz enorme Tradition in der Standardisierung und Normierung. Und das spielt uns hier zum Vorteil. Und übrigens nochmal zurück zu den Familienunternehmen. Die sind dort auch sehr aktiv. Das muss man sehr loben, denn das kostet ja auch letztendlich Geld. Nicht, dass man was einzahlt, aber man muss ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstellen. Und auch Mittelständler sehen den Zweck der Normierung, weil das für sie Märkte erschließt. Wer schnell normt, ist nachher derjenige, der auch am besten verkauft. Frau Krupp, wie sehen Sie das? Sehen Sie die Vorteile hier? Sind Sie etwas optimistischer jetzt, also wenn Sie Professor Walster hören, also ob der Möglichkeiten dieser Normung und der Technologie in den nächsten Jahren? Grundsätzlich bin ich immer Optimist. Das ist schön. Immer. Wenn es denn so kommt, dann sehe ich auch sehr viele Zukunftsperspektiven im positiven Bereich der KI. Wichtig ist, dass es kommt und dass wir nicht darüber nur reden, sondern dass auch Politik entsprechend agiert und alle in Deutschland mit abgeholt werden. Und das, da meine ich einfach von allen Bürgern, die da dabei sind. Und es bringt nichts, wenn die einen abdriften und die anderen denken, was machen die denn da? Es müssen alle mit im Boot sein, weil nur gemeinsam können wir stark an unsere Ziele kommen und gemeinsam auch gut zusammenhalten gegenüber anderen Ländern. Und wir haben das zwingend notwendig, diese Werte bei uns wieder zu verankern, dass gemeinsam nur Stärke gezeigt werden kann. Und dann bin ich sehr optimistisch, ja.
Dr. Dürr, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen ein Rennen hier und dass die Gefahr besteht schon, dass Europa wieder mal abgehängt werden könnte, wenn etwas auf diesem Gebiet nicht schnell passiert. Wie viel Zeit haben wir, um KI richtig zu gestalten? Tja, das ist natürlich eine gemeine Frage, die ich Ihnen beantworten kann mit dem einfachen Satz, wir haben alle Zeit der Welt und keine. Wir haben keine Zeit deswegen, weil wir nicht auf der grünen Wiese anfangen, sondern wir sind mitten in einem Entwicklungsprozess, wo wir im Wettbewerb natürlich mit anderen Nationen, vor allem im internationalen Kontext, natürlich schauen müssen, dass wir jetzt von nationaler Sicht aus natürlich unsere Impulse setzen und uns dessen auch bewusst sind, was wir tun müssen, damit wir sowohl national, aber eben europäisch, aber auch in der Welt. Professor Walster hat die Infrastruktur, die ihn da anbieten kann, vollkommen zu Recht erwähnt, eben entsprechend auch so bespielen, dass wir uns darüber auch die Möglichkeiten erarbeiten, die Frau Krupp sich wünscht, die ich vollkommen teile. Deswegen haben wir eigentlich nicht viel Zeit, aber wir müssen uns auch die Zeit nehmen, das eben gut zu tun, wie ich es vorher schon gesagt habe, weil wenn wir uns da vergaloppieren, ist keinem geholfen. Der Herr Professor Walster hat eben die Möglichkeiten, die das Instrumentarium und die Plattform, die DIN schlussendlich bieten kann, angesprochen. Und ich danke Ihnen auch, Herr Professor Walster, dass Sie es gesagt haben, weil dann musste es ich nicht sagen. Ich hätte es nicht besser sagen können und darf aber an der Stelle zwei Punkte machen. Der eine Punkt ist, Sie haben die Zuversicht angesprochen. Ich sehe diese Zuversicht ganz genauso wie Sie, Herr Professor Walster. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Wir haben eine unglaubliche Ingenieursballung in unserem Land. Und dieses Ingenieur-Know-how, das dürfen wir nutzen, das dürfen wir anzapfen, das dürfen wir verbinden, genau über dieses Instrumentarium, das ich vorher schon mit Begriff der Sprache belegt habe, wo wir eben über Standards und Normen zusammenwachsen und darüber auch die Spielregeln, wie eben die Entwicklungsprozesse im Bereich der Nutzung von künstlicher Intelligenz angewandt werden können. Da ist eine gemeinsame Sprache ein elementar wichtiger Bestandteil und da ist eben die Erarbeitung gemeinsamer Normen und Standards, wie wir das tun wollen, wie wir uns da platzieren wollen, auch im europäischen Kontext, ein ganz wichtiges Element, was ich nur in den Vordergrund stellen darf, dass es entsprechend auch angewandt werden kann und genutzt werden möchte.